Herzlich willkommen zu neuen Zuversichtgedanken aus Karlsruhe-Knielingen. Schön, dass ihr dabei seid. Es geht mir in diesem Format einfach darum, Impulse aus Gottes Wort weiterzugeben, die gut tun, die stärken, die gerade in stürmischen Zeiten Zuversicht weitergeben. Stürmische Zeiten, das erleben wir ja gerade. Der Lockdown wieder verlängert, diese Corona-Mutationen, die Angst machen, der Impfstoff, der immer noch zu wenig da ist. Nicht nur für Gastronomen und Familien wird die Lage immer prekärer. Viele kommen äußerlich und innerlich in den kritischen Bereich. Aggression, Depression, stürmische Zeiten. Was hilft in stürmischen Zeiten? Erstens, Gelassenheit üben. Das ist gar nicht so einfach, wenn man den ganzen Tag mit Informationen und Analysen, mit Bedenken und Befürchtungen bombardiert wird. Mir hilft, wenn ich mir klar mache, es gab und es gibt zu allen Zeiten stürmische Zeiten. Und wenn wir ehrlich sind, sogar vor Corona gab es bei vielen von uns im Leben schon stürmische Zeiten. Ich habe in diesen Tagen immer wieder Verse des 46. Psalms gelesen und bedacht. Da ist von großen Nöten, die uns getroffen haben, die Rede. Erich Kästner, der zwei Weltkriege, eine Inflation und noch viel mehr überlebt hat, der formulierte mal lakonisch zu einem Jahreswechsel: Wird's besser, wird's schlimmer? Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Vielleicht ist es Menschen früherer Generationen tatsächlich leichter gefallen, angesichts der Stürme ihres Lebens Gelassenheit zu bewahren. Ich weiß es nicht. Aber ich merke ganz konkret, dass es mir hilft, Gelassenheit zu bewahren, wenn ich meinen meinen Nachrichtenkonsum bewusst begrenze. Ich will nicht leichtsinnig sein. Ich will aber auch nicht, dass die Angst mein Leben bestimmt. Was hilft in stürmischen Zeiten? Zweitens, das Notwendige tun und das, was ich nicht ändern kann, hinnehmen. Wenn uns Corona eines gezeigt hat, dann ist es das, dass wir nicht alles in der Hand haben. Nicht alles ist machbar. Das haben wir wahrscheinlich lange vergessen oder verdrängt. Und so spüren wir jetzt plötzlich so eine Hilflosigkeit, vielleicht stärker als Generationen vor uns. Dort war das Bewusstsein meist noch stärker ausgeprägt, dass man vieles eben nicht ändern kann, dass man es schlicht hinnehmen, ertragen muss. Ich weiß, das ist nicht so leicht. Ich habe auch schon den Fernseher angebrüllt, wenn da wieder eine Verordnung rausgegeben wurde, die ich unlogisch fand oder die mich aufgeregt hat. Es ist mir dann schnell klar geworden, dass das rein gar nichts verändert, dass es nur mir selber schadet. Stattdessen denke ich, ist es gut, das zu tun, was notwendig und möglich ist. Es gibt bisher kein besseres Mittel, diese Infektion einzudämmen, als Kontaktreduzierungen. So unangenehm es ist, es braucht Masken. So sehr sie mir fehlen, Umarmungen gehen gerade nicht so gut. Das zu tun, das ist wohl jetzt notwendig. Aber gut ist eben auch zu sehen, dass vieles noch möglich ist. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir mal herausfinden, was uns stärkt, was uns gut tut in dieser Zeit. Und das dann auch zu tun. Spaziergänge mit einer Person sind problemlos möglich. Einfach intensiv reden. Telefonieren, schreiben, bewusst schauen, wofür ich dankbar sein kann. Das vielleicht sogar aufschreiben. Also kurz gesagt, nicht auf das sehen, was nicht mehr geht, sondern einfach dankbar das wahrzunehmen, was geht. Und dann auch wirklich dankbar dafür zu sein. Das ist ganz nah an dem Gebet, das die meisten wohl kennen. Herr, gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Was hilft in stürmischen Zeiten? Drittens, Gottvertrauen. Ich komme nochmal auf den Psalm 46 zurück. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, so beginnt er. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht.
Wenn mich eins in diesen Zeiten wirklich stärkt und zuversichtlich macht, dann ist es die Gewissheit, ich bin in Gottes Hand. Ich weiß nicht, ob ich gesund bleibe oder noch krank werde. Und wenn ich krank werde, weiß ich nicht, ob ich das gut durchstehe. Mit meinem Asthma gehöre ich wohl auch zu einer Risikogruppe. Ich weiß nicht, ob ich andere anstecke. Und noch so viel mehr, was gar nicht mit Corona zu tun hat, weiß ich nicht. So vieles kann passieren. Aber das weiß ich und daran halte ich fest, ich bin in Gottes Hand. Ich weiß das, weil ich den unzähligen Zusagen des Wortes Gottes, die in diese Richtung gehen, vertraue. Sie sagen mir, du kannst dich vertrauensvoll in Gottes Hand geben. Jesus sagt mir, nichts und niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Mich vertrauensvoll in Gottes Hände begeben, das habe ich gemacht. Das tue ich jeden Tag neu. Und deshalb sage ich mit dem Psalmbeter, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Das bewahrt mich nicht vor dem Krankwerden. Aber eins macht es, es nimmt mir die Angst. Es macht mich gelassener. Es lässt mich das tun, was ich tun kann. Und es hilft mir, mich nicht aufzureiben an dem, was ich eben nicht ändern kann. Zuversichtlich sein in stürmischen Zeiten. Ja, das kann ich, das will ich, weil ich weiß, Gott ist da und ich werde nicht tiefer fallen als in seine Hand. Die holländische Christin Corrie ten Boom, die in der Zeit des Nationalsozialismus vielen Juden das Leben gerettet hat und später die Hölle des Konzentrationslagers überlebt hat, die sagte einmal, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Ja, in stürmischen Zeiten kriecht die Angst immer wieder hoch. Das ist ganz normal. Da hilft nur zu dem gehen, der uns hält. Gott ist unsere Zuversicht. Bleibt gesund und behütet und im Frieden Gottes. Bis nächsten Mittwoch zu neuen Zuversicht-Gedanken. Euer Siegfried Weber.